Bremen 1, die Chronik. 16. April 1978. Heute vor 40 Jahren starb Lucius D. Clay, US-General, Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland und Initiator der Berliner Luftbrücke. Birgit Sagemann. Deutsche Schulen, Straßen und Kasernen sind nach ihm benannt. Das Bundesverdienstkreuz hat er bekommen, die Ehrenbürgerwürde Berlins und den Heldenstatus gleich mit. Dabei mag Lucius Dubignon-Clay die Deutschen anfangs nicht, als er in der Nachkriegszeit Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone wird. Berlins Bürgermeister hat seine Befehle stehend entgegenzunehmen. Klare Verhältnisse zwischen Sieger und Besiegten. Doch Clays Haltung ändert sich. Er nimmt seine Aufgabe, den Aufbau demokratischer Institutionen in Deutschland, ernst. We believe that democracy can be established in Germany. Die Spannungen mit den Russen im alliierten Kontrollrat hingegen wachsen. Im Juni 1948, kurz nach Einführung der D-Mark in West-Berlin, sperren sowjetische Truppen alle Zufahrtswege. Clays Reaktion, die Operation Wittels, besser bekannt als die Berliner Luftbrücke. Amerikanische und britische Piloten fliegen Mehl, Fleisch, Milchpulver und Kohle in die abgeriegelte Stadt. Um 2 Millionen hungernde und frierende Menschen zu versorgen, landen im Minutentakt Maschinen auf den Flugplätzen in Gatow und Tempelhof, berichtet der Reporter des RIAS. Es stehen etwa 30 bis 40 Maschinen hier, die alle heute Morgen schon gekommen sind, die jetzt zurückfliegen und heute Abend noch einmal zurückkommen, vermutlich heute Nacht noch ein drittes Mal. 3 Monate nach dem Start der Luftbrücke kommen mehr als 300.000 Berliner zu einer Kundgebung für die Freiheit. Bürgermeister Ernst Reuter appelliert vor der Ruine des Reichstags an die Welt. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft. Die Luftbrücke geht weiter und allmählich wird sogar ein kleiner Vorrat an Lebensmitteln und Kohle aufgebaut, berichtet Clay in der US-Wochenschau. Die Versorgungslage sei inzwischen besser als zu Beginn der Blockade. Our food and coal position in Berlin is better than it was when the blockade started. Each day now our airplanes are carrying in a little more. Knapp 2 Millionen Tonnen Fracht werden mit fast 280.000 Flügen nach West-Berlin gebracht. Dann, nach 11 Monaten, geben die Sowjets die Blockade auf. 3 Tage danach reicht Clay seinen Rücktritt als Militärgouverneur ein. Am 16. April 1978 starb Lucius D. Clay in Chatham, Massachusetts. Heute vor 40 Jahren. As time goes by. Bremen 1.